Und weiter geht es. Es geht weiter. Wo soll's denn? Hey! Du schuldest mir noch Splitter für die Tour, die ich dir gegeben habe. Erinnerst du dich? Von mir bekommst du keine Elexit. Hör mal zu, Freundchen. Einmal lasse ich dich noch davonkommen. Ich gebe dir 2 Tage. Danach zahlst du mir das Doppelte oder ich hol mir die Kohle von dir. Verstanden, du Wurst? Ich suche Schutz vor den Morkons. Ach was. Und warum sollen wir dich reinlassen? Ich kann arbeiten. Und Informationen habe ich auch. Hast du gehört? Das halbe Hemd hat Informationen, dass ich nicht lache. Lass ihn rein. Soll der Alte entscheiden, was dran ist. Na schön. Meld dich heute noch bei Fenris, klar? Natürlich. Gut. Zisch ab. Wirklich, den lasst ihr so einfach rein. Ist ja noch Luft nach oben, oder? Du. Nein. Oh, der wird kein Geld von uns bekommen. Natürlich nicht. Wo waren wir noch nicht? Im oberen Viertel. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Darf ich dir mal was zeigen? Kann das nicht warten? Nee, ist echt wichtig. Na, wenn das so ist. Was liegt denn an? Weißt du, ich will dir nicht nur was zeigen, ich will auch deine Meinung hören. Mir hört nämlich niemand zu. Und wir auch nicht. Lass uns weitergehen, Jax. Wir haben echt Wichtigeres zu tun. Halt dich da raus, Fox. Mit dir will ich nicht reden. Uff, kleine Göre. Ja, ja. Jetzt komm schon. Wir müssen hinter Hitchs Hütte. Eigentlich darf ich da gar nicht mehr hin. Aber nun bist du ja dabei. Ich fange schon jetzt an, es zu bereuen. Hat sie die Kackwurst reingesetzt? Irgendwer hat ja hinter seine Hütte gekackt. Gefällt's dir hier? Worauf willst du hinaus? Wenn du eine Bude beziehen willst, bin ich dein Mann. Vom rattenverseuchten Loch bis zur luxuriösen Bretterbude, ich habe alles im Repertoire. Wusste gar nicht, dass du so wohlhabend bist. Bin ich auch nicht. Aber es braucht oftmals nur ein paar Arschtritte und schon wechselt der Eigentümer. Danke, aber nein, danke. Und? Sag schon! Worauf willst du hinaus? Ich sehe nichts. Ihr Großen guckt nie vor eure Füße. Hier am Boden liegen voll viele Zigaretten. Du meinst Zigaretten? Ja, sag ich doch. Zigaretten. Guck sie mal genau an. Und dann musst du mir sagen, was du davon hältst. Aber nur gucken, ja? Nicht anfassen. Diese... Ein paar Zigarettenstummel. Nicht ungewöhnlich. Nur gucken, habe ich gesagt. Ist ja gut. Die fasse ich bestimmt nicht an. Was? Die fasse ich bestimmt nicht an. Okay. Was willst du von mir? Wegen der Zigaretten. Ja? Was denkst du? rauchst du heimlich, ja. Rauchst du heimlich? Nee, will doch nicht stinken. Gutes Kind. Gutes Kind. Gutes Kind. Die sehen ziemlich gewöhnlich aus. Darum geht's doch gar nicht. Dann sag mir doch einfach, was du willst. Boah, immer muss man alles erklären. Warum raucht jemand so viel? Hier hat jemand gewartet. Genau das denke ich auch. Dabei hat er durch das Fenster geglotzt. Warum tut jemand das? Vielleicht hat er etwas gesehen, was ihm gefällt. Da drinnen wohnt nur Hitch und der ist hässlich. Wer sagt denn, dass er alleine war? Ist er aber. Hitch hat keine Freundin. Verrat mir doch einfach, was du denkst. Ich glaube, hier hat jemand nur darauf gewartet, dass Hitch aus seiner Hütte verschwindet. Und dann ist er rein und hat Ärger gemacht. Ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich glaube, du irrst dich. Du bist blöd. Nun muss ich aber los. Muss dringend zu Hitch. Vielleicht hört er mir endlich zu. Tschüss, Onkel. Oh.
Ist Fox der Onkel? Ach, dann gehen wir halt diesen Weg hinauf. Wenn sie mit den anderen Weg schon nicht drauflassen wollten. Psst! Du da! Komm mal rüber! Hast es an der Torwache vorbeigeschafft, was? Kennen wir uns? Noch nicht, aber ich arbeite daran, das zu ändern. Schließlich haben wir was gemeinsam. Und was soll das sein? Na, du stehst hier und ich stehe hier. Aber Spaß beiseite. Ich bin Hank, und wenn ich richtig liege, musstest du dich ziemlich abstrampeln, um hier reingelassen zu werden. Ich weiß nur zu gut, was das heißt. Habe damals bei den Shorties gearbeitet, damit ich rein durfte. Deswegen will ich dir ein Angebot machen. Etwas Starthilfe kann ja nicht schaden. Klingt nach einem krummen Geschäft. Wenn ich ein Halsabschneider wäre, hätten mich die Wachen längst rausgeworfen. Du kannst also beruhigt sein. Aber zum Geschäft. Splitter sind bekanntlich eine feine Sache, man kann aber auch anders bezahlen. Ich zum Beispiel tausche Zeug. Die Dinge, die dann für mich abfallen, setze ich gewinnbringend um. Da man aber manchmal nicht um Splitter herumkommt, bitte ich dich um eine kleine Investition. Betrachte es als Vorschuss auf zukünftige Geschäfte. Danach kannst du von Zeit zu Zeit Gegenstände bei mir eintauschen und ich gebe dir etwas von stattlichem Gegenwert. Ich muss dich bezahlen, damit du mit mir tauschst? Nur nicht so enttäuscht, es lohnt sich für dich. Die Splitter, die du mir gibst, wende ich dafür auf, interessante Gegenstände zu besorgen. Ich rede nicht von dem Abfall, den man am Straßenrand findet. Mir geht es um Raritäten, kostbare Einzelstücke. Du hast mein Wort. Schlag ein und ich liefere dir Zeug, das kein anderer im Angebot hat. Oh, so gut wie ich Elex kenne, ist das so 70% ein Scam. Aber ich habe das Geld. Reicht das als Vorschuss für den Tauschhandel? Allemal. Wenn du noch mehr Splitter hast, lass sie dir nicht abluchsen. Ein weiterer Grund, warum ich hauptsächlich mit Gegenständen handle. Aber genug geschwafelt. 2 Tage, mehr brauche ich nicht. Dann habe ich was für dich, das dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Triff mich dann genau hier wieder. Oh. Er wird weg sein. Er wird einfach abgehauen sein. Honigblüte. Ich klau mal einfach sein Haus durch. Das wird Entschädigung genug sein. Dein Wasser gehört mir. Deiner Heiltrank. Ach, das ist jetzt still. Ja? Du willst doch bestimmt ein Heilelixier oder eine Salbe, obwohl bei deinem Zinken. Ich werde dir 2 Salben mitgeben. Wo habe ich sie denn abgelegt? Die letzte Salbe war... Nein, Moment. Warte mal einen Augenblick. Bin gleich wieder da. Ich setz. Oh je, ich bin ein Schwein. Ein Schwein! Was denn? Ich bin beschäftigt. Du wolltest mir irgendeine Salbe... Ich dir? Eine Unverschämtheit ist das, mir sowas zu unterstellen. Salben muss ich erst wieder zubereiten. Was willst du eigentlich? Arbeit kann ich dir keine geben. Für Kleinigkeiten steht mir ein Gehilfe zur Seite. Und ausbilden kann ich dich nicht. Dieses Anrecht erhält nur mein Lehrling. Ich sehe keinen Lehrling.
Natürlich nicht. Der Letzte ist an seiner eigenen Unfähigkeit zugrunde gegangen. Bedeutet das, der Posten ist frei? Mitnichten. Du stellst also niemanden ein. Wer behauptet denn sowas? Oh. Wir drehen uns im Kreis. Präzise kann ich mich nun wirklich nicht ausdrücken. Aber nun entschuldige mich. Wir hatten ja alles geklärt, nehme ich an. Nein. Er kann es nicht lassen. Was ist jetzt schon wieder? Lass uns noch einmal über den Posten als Lehrling reden. Deine Penetranz ist ja kaum zu ertragen. Ich muss wohl deutlicher werden. Erstens, ein neuer Lehrling ist bereits auf dem Weg hierher. Zweitens, er hätte längst eintreffen sollen. Und drittens, du kannst mir dabei helfen, dass dieser Umstand geändert wird. Gut, gut. Was habe ich davon, dir zu helfen? Ist dir klar, dass jeder von unseren Tränken profitiert? Für Egoismus und Kleingeisterei ist bei mir kein Platz. Hilf der Allgemeinheit, dann hilfst du dir selbst. Bezahl mich, dann helfe ich dir. Bitte? Du hast mich schon verstanden. Kohle, Kies, Elixit, ich will Splitter für meine Arbeit sehen. Prämien verteile ich grundsätzlich nicht. Solltest du jedoch das berechtigte Interesse hegen, mir den nötigen Beistand zukommen zu lassen, heiße ich dich willkommen. Nochmal zum Mitschreiben. Ich arbeite nicht umsonst. Himmelsakrament noch eins. Ich vermisse meinen Lehrling. Spür ihn auf. Tu das und du sollst deine Belohnung bekommen. Geht doch. Ich helfe dir, deinen Lehrling zu suchen. Einen derartigen Elan habe ich erwartet. Sieh dich im Westen von Tavar um. Da er aus Goliath aufgebrochen ist, müsste er dort irgendwo zu finden sein. Konkreter kann ich nicht werden, bin schließlich kein Hellseher. Wie sieht dein Lehrling denn aus? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, ob es sich zwingend um einen Mann handelt. Wie alt? Nach dem Alter habe ich mich nicht erkundigt. Kleidung? Heutzutage zieht sich doch jeder an, wie er will. Das sind Details sekundärer Natur. Kannst du mir überhaupt etwas sagen, das bei der Suche hilft? Nun werd mal nicht unverschämt. Ich habe doch gesagt, du sollst dich im Westen nach ihm umsehen. Und jetzt muss ich wirklich zurück an die Arbeit. Tja, das ist ja mal nicht so toll. Ja, finde ich auch. Diese Informationen, was soll ich damit anfangen, Fox? Sehr schräg hier. Da muss ich um Missionen kämpfen. Leute dreimal überreden, dass ich eine Mission bekomme. Was? Ich schaue mich nur mal um. Willst du was kaufen? Wenn nicht, habe ich jetzt keine Zeit für dich. Warum so schlecht gelaunt? Ach, nichts gegen dich. Tilas geht mir einfach auf die Nerven. Ich beziehe viele meiner Waren von ihm. Ich glaube, seine Art fängt an, auf mich abzufärben. Ich wollte nicht unhöflich sein. Schau dich in Ruhe um und sag Bescheid, wenn du etwas erwerben willst. Vielleicht später. Vielleicht erzähle ich es, denke. Obwohl, wir sind bei dem Berserkern. Entschuldigen Sie, würde es Ihnen etwas ausmachen, woanders lang zu gehen? Geh jemand anderem auf die Nerven. Sie behindern die laufenden Ermittlungen. Und ein Tatort darf nicht verändert werden. Wenn das so ist, kann ich vielleicht helfen. Nein, der Täter muss ein Erwachsener sein. Also sind auch Sie verdächtig. Du bist ein ganz Schlauer, was? Ich bediene mich lediglich der Logik. Was ist überhaupt passiert? Haben Sie das Blut auf dem Boden nicht gesehen? Ein eindeutiges Indiz für ein Verbrechen. Das stammt sicher von einer Schlägerei. Sie meinen, da haben sich zwei geprügelt? So sieht's aus. Ich muss die Hintergründe und das Motiv klären. Vielleicht komme ich noch einmal auf Sie zurück. Dürfte ich deshalb Ihren Namen erfahren?
Der geht dich nichts an. Verdächtige Person verweigert die Mitarbeit. Ist notiert. Jetzt muss ich aber los. Wiedersehen. Tschüss. Hey, wo willst du hin? Kinder. Oh. Sehr schön. Oh, das hat dir gefallen. Was haben wir sonst noch? Ich sah ein Weib und war geblendet. Hat ich dich doch mein Herz verpfändet. Ließ die Arbeit einfach ruhen. Ich bin raus. Kann ich was für dich tun? Mach's aber kurz. Hab noch ein Eisen im Feuer. So wie mein Controller, der ist auch raus. Nimmst du noch Aufträge an? Ha! Du bist gut, Junge. Arbeite bis in die Nacht. Könnt nicht mal einen Nagel fertigen. So voll sind die Bücher. Und an der Esse zu stehen, sorgt für eine trockene Kehle. Also was ist? Spendierst du einen? Wohl bekomm's. Oh, danke. Dann mal runter mit dem Zeug. Prost! Ah, das tat gut. Oh, du konntest ruhig öfter mal vorbeikommen. Weißt du was? Für diese Tat hast du einen Wunsch bei mir frei. Wunsch? Kannst du mir eine Waffe herstellen und mir das Schmieden beibringen? Haha, gleich die volle Packung, was? Hab leider keine Zeit für beides, aber eins davon könnte ich wohl dazwischen schieben. Was darf sein? Waffe oder Lehrstunde? Ich möchte das Schmieden lernen. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Ich kann dich nicht als Lehrling aufnehmen, dafür habe ich zu viel zu tun. Aber Schmieden lernt man sowieso am besten durchs Ausprobieren. Also fang einfach mal an und wenn du Fragen hast, frag mich. Ich werde dir bei größeren Lektionen allerdings ein paar Splitter abknöpfen müssen, okay? Mhm. Schauen wir mal. Bring mir etwas über das Schmieden bei. Was möchtest du wissen? Ob der mit Controller. Ja, ich kann nichts machen. Kann ich dich irgendwie dazu überreden, mir doch noch eine Waffe zu schmieden? Also die Sache ist die. Meine Bücher platzen wirklich aus allen Nähten. So viele Stunden umsonst zu arbeiten, bekomme ich nicht gerechtfertigt. Also, du könntest mich offiziell anheuern, wenn du möchtest. Eigentlich nehme ich nicht gern die Splitter von Freunden. Aber Fenris hält mir sowieso schon vor, dass ich zu viel umsonst machen würde. Wollte ihr was Gutes tun? Sie sah mich an und sagte nein. Stank ich doch wie ein Schwein. Ups, so. Sing weiter. Weil ich mir sonst den Tag versau. Was für Talent. Gibt's hier noch was Interessantes? Oh, hier waren wir schon. Hast du noch was zu sagen? Wie mache ich mich? Von Scrappy habe ich noch nichts gehört. Thorhild hat dich mir gegenüber noch nie erwähnt. Tilas weiß noch nicht so recht, was er von dir halten soll. Das reicht noch nicht. Der müsste dann zum Beitreten, was ich sowieso nicht mache bei den Berserkern. Die Rüstung geht diesmal gar nicht. Berserker. Schaut nach einer Schule aus. Suchst du was? Nein. Da waren wir schon drinnen. Ja, dann können wir mal Kaya besuchen. Gotcha! Ja, wo ist sie denn? Da ist Fox. Wow! Er glitscht wieder rum. Was fehlt mir? Gimme,
Chemie fehlt mir. Wo ist sie? Sie ist eine großartige Frau, nicht wahr? Aber wo ist diese großartige Frau? Mal schauen, ob ich es auf der Karte finde. Gefährten. Oh, da geht's rauf. Jo. Später. Ich habe jetzt mit meinem eigenen Kram genug zu tun. Okay, sehr schön. Ich schätze, ich habe... Boink, meins. Jetzt ich erkunde noch ein bisschen die Stadt. Hey, du! Komm mal her! Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Einen Scheiß erzähle ich dir. So einer bist du also. So, so. Das merke ich mir. Ich habe noch eine Frage an dich. Zu welcher Fraktion gehörst du? Ich gehöre niemandem an. Und das ist auch die Wahrheit? Warum sollte ich lügen? Wir werden sehen. Ich behalte dich im Auge. Fragst du jeden so aus? Wir können nicht vorsichtig genug sein. Wir haben hier einige Leute im Fort, die uns nicht ganz wohlgesonnen sind. Da du ehrlich zu mir warst, zähle ich dich mal nicht dazu. So oder so müssen wir diese Leute finden. Wir können uns nicht noch mehr Unruhe im Fort erlauben. Von welchen Leuten sprichst du? Den Typen, die den Anschlag auf Red versucht haben. Ist dir nicht die Propaganda aufgefallen, die hier überall im Fort verteilt wurde? Diese Flugzettel der Outlaws. Die ist mir auch schon aufgefallen. Ist ja auch schwer zu übersehen. Immerhin fliegen die Dinger hier überall herum. Warlord Red duldet keine Propaganda in seiner Stadt. Er hat mir den Auftrag gegeben, dem ein Ende zu bereiten. Und du wirst mir dabei helfen. Vergiss es. Red hat mir volle Befehlsgewalt über diese Sache gegeben. Es ist nicht so, als hättest du eine Wahl. Ich brauche unbedingt einen Außenstehenden, der mir bei den Ermittlungen hilft. Jemand, der nicht so sehr in das soziale Geflecht des Forts verstrickt ist. Außerdem können wir das obere Viertel wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Das sollte auch in deinem Interesse sein. Also, hilfst du mir bei meinen Ermittlungen? Ja. Sehr gut, dann lass uns mal loslegen. Wie finden wir die Quelle der Outlaw-Propaganda? Wir haben nur die offensichtlichen Hinweise, die die Täter uns hinterlassen haben. Und die wären? Hier, nimm diesen Flugzettel. Und mit diesen Nägeln haben sie die Dinger befestigt. Sieh dir die Sachen mal an. Bin gespannt, ob wir die gleichen Schlüsse ziehen. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Natürlich gefällt dir das nicht. Wirklich, ich soll mir Nägel anschauen. Wo sollen die überhaupt sein? Okay. Wegen der Hinweise. Hast du dir die Propaganda und den Nagel angesehen? Okay, ich soll mir das anscheinend... Das heißt gar nichts. Das heißt gar nichts. Was soll mir das sagen? Wirklich? Hast du... Der Nagel sieht geschmiedet aus. Gut, das ist mir auch aufgefallen.
Und was sagst du zum Propagandazettel? Der Zettel hat eine interessante Rückseite. Allerdings, das gibt uns einen echten Anhaltspunkt, wo wir die Suche beginnen können. Los, dir ist bei beidem das gleiche aufgefallen wie mir. Der geschmiedete Nagel und dass die Propaganda auf der Rückseite einer Getränkekarte geschrieben wurde. Du bist auf Zack, das gefällt mir. Durch diese beiden Fakten drängen sich mir zwei Verdächtige auf. Chloe, die Besitzerin der Kneipe, und Lasse, der Schmied. Sie beide könnten etwas damit zu tun haben. Einer Wache würden sie nichts erzählen, aber du bist keiner von uns. Dir könnten sie vertrauen. Ich will, dass du sie beide befragst. Während du das machst, werde ich beobachten, wer so in Chloes Kneipe ein- und ausgeht. Alles verstanden? Ja. Sehr schön. Wir sehen uns, wenn du mit den beiden geredet hast. Nicht schlecht. Ach, das gefällt dir. Das war Chloes Bar, glaube ich. Und ziemlich überwuchert, das Teil. Oh, wie weit sind wir schon in der Folge? Zu weit. Wir machen das in der nächsten Folge. Tschüss.